the number 75, the Black Tree Race crew and GTEs, because he's got a little bit of a fight in his hands with Stevens now. Porsche chasing the Corvette as Thomas looking left and right. He goes to the right side. He's got a little bit of an overlap, but he's early on the brake. Some ghost contact between them is going to shove the Corvette off track. Silverdale in the number 75. That puts him up to 11th in class. And we just had the car go upside down in the chicane. Pat 15, the Black Tree race crew car, has rolled over, and it's getting going again. A lot of damage to the 75 Porsche, but it's back on its wheels and it can keep going. Hallo meine lieben Fernsehkicker und ein ganz, ganz herzliches Willkommen VRS GT Sprint Serie auf unserer legendären Nürburgring Nordschleife. Knapp 22 Kilometer mit GT3 Rennfahrzeugen. Party on! Und heute für uns am Start der Helfinger, der Thomas, alias Tom Helfinger. Super. Tom, wie war das jetzt mit dem Live-Chat bei der Videopremiere? Wenn da irgendeiner irgendwas Lustiges reinschreibt, was da nicht dazugehört, der wird gebannt. Okay. So will es das Gesetz. Wir haben 29 Starter, die im Grid stehen. Und auf der Pole der Thomas Miederer aus Deutschland. 5 Runden sind zu fahren, 40 Minuten. Und ihr wisst, wie immer, ein kleiner Boxenstopp, um ein bisschen Sprit nachzutanken. Aber möglichst keine Reifen wechseln. Wir werden mal schauen, Nürburgring Nordschleife. Da gibt es immer eine Menge Schrott. Das Feld stellt sich langsam auf. Komm, wir steigen hier beim Brünnchen aus und gehen da ein... Eine Wurst und ein Bier bitte für mich, ja, danke. Okay. Oder hier Pflanzgarten, können wir, oder... Dotti? Bestimmt sein Headset alle oder so hat. Hä? Was denn? Ich verstehe keinen Ton. So langsam sehen wir dem Start entgegen. Tommy Startposition 17, bisschen weiter hinten. Er fährt heute im Audi TT, obwohl er mittlerweile ein ganz... erstaunliche Garage voll mit GT3-Fahrzeugen hat. Ihr seht's hier, den schönen hellblauen. Patrick fragt, ob du Mittwochabend Zeit hast. Vielleicht. Was ist denn Mittwoch? Mats, das auf Ovalen. Aha. Ah. Und so schauen wir mal, was das Rennen so alles bringt. Nordschleife, Tommy seine Heimstrecke, er wohnt vielleicht 40 Minuten davon entfernt. Und da geht das Pace Car auch schon auf die Reise. Der Thomas führt das Feld an, dahinter der Jörg Firanz und der Jakob Kiewatowski und auf dem vierten der Jens Heiler. Tja, und dazu? Ruhe jetzt. Der Tommy muss sich konzentrieren. Ich habe eingeatmet. Das ist wieder so. Das ganze Feld an wunderschönen GT3-Fahrzeugen macht sich nur langsam auf dem Weg Richtung Start- und Ziellinie. Wir haben ja BMWs, Ferraris, Lamborghinis, wir haben Audis, wir haben den Mercedes und vor kurzem ist noch der Porsche dazu gekommen. Also es gibt den McLaren noch. Das ist wieder so. Ja, ich drehe mal den hier Ton ab. Eine wunderschöne Auswahl an GT3-Fahrzeugen. Der McLaren, ihr habt es gerade gesehen. Der kommt so herrlich Feuer hinten aus dem Außenvor. Oh, da ist das Pace Car abgebogen und das Feld macht sich auf die Reise. Und der Thomas geht gleich direkt in Front und versucht, dem Ganzen hier ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Ja, sieht alles sehr gesittet aus. Das Feld pendelt sich ein bisschen ab, aber keinerlei Unfälle. Oh, da ein kleiner Rutscher. Da haben wir den Fahrtspann. Das ist ab, mit Jens Heiler zu überholen. Anfahrt der ersten Kurve. Oh, und da kriegt noch einen Schubser von Mario Pasotto mit der Nummer 13. Das ganze Feld geht vorbei. Das ist ein Pech, aber hoch. Natürlich nichts passiert, aber muss jetzt von ganz hinten das komplette Feld suchen. Ansonsten hier alles sehr gesittet, das Feld muss ich erstmal rotieren. Wir sehen hier Dimitri Le Boucher im
BMW und hier vorne haben wir den Teller. Ja, der Jörg Spiranz und hier vorne der Thomas Wiederer in dem wunderschönen Ferrari führt das Feld an. Noch auf der Caprico macht sich das Feld jetzt langsam auf in Richtung Überblick Nordschleife. Schon einen kleinen Vorsprung rausgeholt, dahinter rockiert sich das Feld noch. Wir sehen hier den Matt Kerrigan im wunderschönen McLaren, davor Michael Thiel im Mercedes und da leider auch ein bisschen langsam geworden. Hier haben wir den Ivan Rummi im BMW im Goldenen, da ist unser Tommy momentan auf dem 17. Platz liegen, direkt hinter dem Patrick Schindler, der noch ein Stückchen weiter hinten gestoppt ist. Und der Odin Spiran gibt schon Lichtschiebe und versucht seine Gegner ein bisschen einzuschüchtern. Hier ein Gas Nordschleifer mit dem wunderschönen BMW M473 in den Corner. So 26 kommt zum Randstein, der mit einem Kaufmann fast noch mal rumkommt. Da hat er aber jetzt eigentlich gehabt. Naja, also einfach ein Schlecht, aber scheinbar kann man weiterfahren. Nur ausgefädelt, mehr als noch zwei Hämmern, das ist schon ein super Anblick hier. Ja. Ich würde sagen, das Feld zieht sich recht schnell auseinander. Das Bild ist verkrüppelt. Die Spitzengruppe ist schon wieder am Unterpassen. Und hinter Tommy hat sich auch schon eine kleine Lücke aufgetan. Während wir wieder hier vorne auf Platz 7 sind, bei Ivan Rummi, der aus Zentraleuropa kommt. Hier haben wir den Marcello Valente in seinem wunderschönen Audi Boxröhre aus der Force Antwort Kalmar auf Position 22. Oh, und der schlägt ein die Bande und der hängt sich nur noch ein kleines Eck ab. Naja, aber es scheint, kann er weiterfahren und das Auto leicht wenig beschädigt. What the fuck, Mario? Carlos Rodas in dem orangenen Lamborghini auf Platz 13 und am Ende der Gruppe der Tommy. Wunderschön hier, diese Ansammlung des Vorsprungfahrer auf der Nordschleife. So ein Dämmerlicht, einfach herrlich anzuschauen, während gerade die Sonne untergeht, was natürlich für den Fahrer nicht unbedingt angenehm ist, wenn die Sonne tief steht. Schöne Kampfgruppe. Matthias, mittlerweile. Oh, und hier haben wir den Carlos Rodas in dem wunderschönen orangenen Lamborghini in Richtung tiefster Punkt der Nordschleife. Da kommt auch unser Tommy angeschossen. Mittlerweile immer noch 16er. Schön ein ganz kleiner Gap zur Gruppe nach vorne. Da der Odin hat irgendwas da. Und hier in dem schönen Ferrari, unser Mariano Lanzarote, ganz hinten auf der letzten Position. Platz 29, fährt im Feld hinterher und verliert sein Auto. Oh, oh, hat er Glück gehabt, nicht eingeschlagen. Nur weggedreht. War doch ein Schwätzer. Sind noch ein paar Fahrzeuge. Naja, jetzt ist er letzter. Aber nicht so viel passiert. Kommt auf die Strecke zurück und kann weiterfahren. Hier haben wir den Carlos Rodas mit seinem wunderschönen Lamborghini, der ein bisschen am Schrauben ist hier. Ich glaube, der ist zu weit vorne losgefahren. Die Gegner, die drücken und drücken und drücken und gehen jetzt auch am Carlos vorbei, sodass er
gleich 1, 2, 3 Plätze verlieren. Unter anderem der Tommy vorbei. Hier haben wir eine wunderschöne BMW M4. In den 3, den Quentin Garnier. Auf Platz 27 liegt der. Buchsröhre durch. Adenauer Forst nach oben. Antwort Kallenhardt. Oh, das war ein bisschen weit raus, das war abgesehen. Eingeschlagen. Eingeschlagen. Ach, da wird er der Fahrtwurst noch fällig sein. Naja, immerhin kann er weiterfahren. What the fuck, what? You don't have the registered line. Während hier im Hintergrund ein paar unschöne Worte fallen. Hier haben wir den Ivan Rumi, Bersheim-Runner. Eine schöne Kampfgruppe hier und ein wunderschöner goldgelber BMW. Oha, da verliert er die Kiste. Nicht viel passiert, Quersteher, ein paar Autos vorbei, aber natürlich Plätze verloren. Weiter geht's. Hier haben wir den Juan Luis San Felix auf Position 20, wie er in die Bande einschlägt. Passiert. Da kann die Kiste gerade noch so anfangen, aber natürlich gehen die ganzen Gegner vorbei und das kommt ja wieder ein Platz. Dann haben wir eine wunderschöne Jet Player Lackierung. Also. Die gehen drei Rennen und verschweifen, das hat schon ganz gut gesagt. Super Rennen, oft eng, alles ein Racing-System. Das ist schon toll, was die auf die Beine gestellt haben. Fast nur mit Fahrrad auf gleichem Niveau fährt und es ist eine richtig gute Challenge, die das schon klasse gemacht. Ich glaube, ich mittlerweile auf der 14. Position. Hier sind wir mal wieder ganz Stück weiter hinten. Der Brett Ferrari. Ferrari auf dem 19. Platz. Dahinter John Bells. Der Paul Schumann ist ziemlich weit zurückgefallen nach seinem Player ganz am Anfang. Wir sind immer noch in der ersten Runde, die ja bekanntlich über 21 Kilometer lang ist. Alle am Anschlag und am Limit. Immer wieder beim Tami. Am 13. Platz ist immer noch. Vor ihm der Antinori und hier ganz vorne Thomas Miederer und Jörg Spiranz. Der Jörg, der klebt dem Thomas auf der Döttinger Höhe am Arsch. Der wird gleich vorbeigeschaut. Platz 3 mittlerweile der Jörg Wiatkowski. Und auf Platz 4 der Jens Heiler. Platz 5 Odin Bürbank. Da kommt die ganze Band wieder zurück. Das ist auch die Strecke. Macht die zweite Runde. Aus enge Kette bis ganz nach hinten im Haus. Und auf dem 19. Platz wird gesehen. Wendet sich mit dem John Bell, während der Tommy an dem Paolo Antinori vorbeigegangen ist. Und sich jetzt auf dem 12. Platz befindet. Ja, geht immer weiter nach vorne. Und ihr seht, da kann gleich ein kleines Gap aufmachen. Während der John Bell an dem Paul Schumann vorbeigegangen ist. Oder immer noch vorne. Hier haben wir den Arthur Klopski und dahinter den Patrick Schickler. Beide in einem Ferrari GT3. Verwickelt in einen Zweikampf. Oh, der Patrick Schindler fährt im Auto in die Ecke, in die Mauer. Das war nicht gerade fair, aber Tommy hat schon wieder einen Platz verloren. Das ist direkt Zweikampf. Dadurch schiebt sich natürlich alles zusammen. Und der Auto schlägt noch einmal ein. Und nimmt jetzt fast noch ein Allergen. Da haben wir nochmal den Quentin Garnier, der schon ein sehr demoliertes Auto hat. Und er kommt schon wieder von der Bahn ab und dreht sich. Er hat heute keinen guten Tag. Aber er scheint mir aufzugeben, dreht die Kiste wieder um. Und wir sagen, weiter geht's. 28 Fahrer sind auch auf die Reise gegangen. Nur einer hat sich vom Start ausgelockt. Da seht ihr es. Der Jörg Spiranz ist an dem Thomas wieder vorbeigegangen und ist sich jetzt in Führung. Er hat auch schon eine kleine Lücke gerissen. Während der Paul Schumann endlich an dem Jörg Spiranz vorbeigegangen ist, haben wir den Brett Bukhari, der vor dem Paul Schumann auf dem 10. Platz davor. Damit der erste Trebski, an dem jetzt der Brett Bukhari vorbeigegangen ist. Wunderschöne, saubere Überholmanöver und das ist für alle Zeit. Keine Nachfrage hier am Start. Und da haben wir hier wieder den Mario Lazzarte, zurückgefallen in Position 25 durch sein
Reparaturboxen stoppen. Eingang. Nordseite. Und da schmeißt er wieder das Auto fort. Ich glaube, der Kollege, der braucht ein bisschen mehr. Nichts passiert. Irgendwo eingeschlagen. Braucht keinen Reparaturstopp. Kann weiterfahren. Aber er kriegt den Trupp, ist es nicht wieder. Und da ist er damit der Netz wieder frei angefallen. Ne? Er ist zurückgefallen. Der Paul Schumann, der setzt jetzt die Parole an. Ja, der ist ja von dem ganzen Stück weiter vorne gestartet. Er hat am Startplatz 5 gestanden und sich dann direkt am Start gedreht und deswegen muss er das Feld jetzt hinten aufrollen. Hier sehen wir mal wieder die Führungsgruppe. Der Thomas Miederer noch dran an dem Hören dran. Da fliegt der Patrick Schindler ab auf Platz 11 nochmal angedockt, aber ist nicht viel passiert, er kann weiterfahren. Aber leider die Position verloren, damit dürfte unser Tommy wieder ein Stückchen nach vorne gekommen sein. Und nähert sich so langsam den Top 10. Ja, gut ab. Und da ist der Patrick Schindler auf der Jagd nach dem Top 10 vor ihm Ivan Rubi, Platz 10 und 11. Oh, und da beim Anbremsen verliert er die Kiste. Aber nicht eingeschlagen, nichts passiert. Ja, obwohl, kurzer Ansetzer und der Tommy ist wieder von vorbeigegangen. Naja, kann er weiterfahren, aber hat den Komplex schon verloren. Ich schätze mal jetzt die Position 14. Und der Paul Schumann, der macht Brett, Kombinari und Mike ist hier. Schenkt noch weiter vorne schon wieder ganz Abstand zwischen sich und der Gruppe gebracht. Oh, da fliegt noch Mario Passoto ab mit dem Lamborghini. Während sich unsere Dreiergruppe hier weiterhin steht, bettet. Und da haben wir den Mario Passoto in seinem wunderschönen Lambo Richtung Bergwerk, die lauter Gedächtniskurve. Oh, die hat er ein bisschen optimistisch angegangen, von Sven Kotzen. Nichts weiter passiert, aber natürlich unter Plätzen geworden. Oh, und jetzt nimmt er den Ivan Rubi noch raus. Was natürlich für unseren Tommy absolute Sahne ist, weil er durchgehen konnte. Und das war keine gute Lösung. Ein Drittel haben wir hinter uns, ein Drittel des Rennens. Und haben erstaunlich wenig Unfälle gesehen für ein Nordschleifenrennen. Normalerweise Fahrer SG da, hier haben wir den Tommy mal wieder, der jetzt mittlerweile schon in dem Quartett vorgerückt ist. Und hier der Martin Schmidt vor ihm im Ferrari. Oh, und da Michael Siegel im Mercedes hat einen kleinen Incident. Und hier haben wir in dem AMG Mercedes unseren Michael Siegel. Jetzt Richtung Cardiola-Kreis. Oh, da schmeißt er aber die Kiste mit dem Vorkommen weg. Schade. Aber Paul Schumann und Konsorten können vorbeigehen. Und er hat gleich einige Plätze geboren und von hinten die schon drinnen auch sein. Jetzt haben wir hier auf Platz 3 liegen die Anfahrt Richtung Caracciola-Kreise, den Jakob Wiankowski. Oh. Er sieht schnell aus, aber gut, oh, aha. Da hat er aber ein Ausgangsrecht noch nicht. Und dann ist es kurz an. Und der Mattia geht vorbei. Platz 4 zurückgefallen, schade. Und da kommt noch der 5. Platzierte, der Odin Bürger. Und der 6. auch. Oh. So einige Plätze geworden. Nee, schade. Und hier haben wir den ehemals Führenden, den Thomas Miederer, auf der Jagd nach seinem Konkurrenten. Macht er mächtig Druck in seinem schönen Ferrari. Und ein bisschen weit rausgekommen. Fast abgeflogen, kann die Kiste noch mal abpacken. Richtung kleine Kreise. Oh, jetzt ist er eingefahren. Da will er noch ein bisschen zu viel. Ich glaube, da ist ein kleiner Reparaturstopp fällig. Die Kiste ist mehr als krumm. Ihr seht's. Jo, wir sind weggeschmissen. Schade. Hier geht's aber vorwärts.
da haben wir den Odin Mirwang mal im Blick. Und davor den Matthias. Das ist davor den Matthias. Jetzt sind wir wieder bei der Kampfgruppe. Diesmal sind die Plätze 11, 12 und 13. Da sind wir weiter vorne. Bei Jakob Kwiatkowski. Und hier unseren schwer beschädigten Mariano Lazzarde, mal wieder, der offensichtlich Nordschleife arge Probleme hat. Hier kommt er schon wieder ins Schwingern und schlägt ein. Naja, ich glaube, da täte ein bisschen mehr Übermut. Ohne Richtung Wehr sein. Naja. Der Paolo Antonari, der macht hier, fährt hier Schlangenlinien. Wenn der Tommy Richtung Start und Ziel fährt, auf dem erstaunlichen 8. Platz liegen, muss bedenken, losgefahren ist er von Platz 10. Und hier haben wir mal wieder unseren Kandidaten, den Quentin Garnier, mit seinem annullierten BMW, wie er hier schon die Probe etwas weiter nimmt. Ich glaube, manche Kandidaten sollten erstmal aber Testrunden finden, bevor sie hier auf der Nordschleife in der VHS GT antreten. Weil mit so einer Performance, ja einfach nur, naja, auf jeden Fall kann er weiterfahren. Sehr viel mehr würde wohl nicht kaputt machen können an seinem Fahrzeug. Denke ich mal, geht der Paul Schumann vorbei an dem Paolo Antonari auf Platz 11. Hat halt am Anfang die Kiste weggeworfen, der Arme. Aber der Paolo Antonari, der lässt sich hier nicht abhängen und bleibt dem Paul Schumann am Popo. Und setzt ihn unter Druck. Mal gucken. Und da einfach Schwedenkreuz haben wir mal wieder den Michael Seal, Platz 14. Da hat der Anker ein bisschen arg spät draußen vor und schlägt in die Wand ein. Kann aber noch weiterfahren, natürlich zu Platz 4. Der Brett, oh, na, der hängt immer noch hinten dran. Hier haben wir den Björn Spiranz, der jetzt mittlerweile schon einen ziemlich großen Vorsprung hat. Jetzt auf Platz 2 der Jens Heller, auf Platz 3 Mattia Cristofoli Mattia. Odin Mivang auf dem 4. auf dem 5. Jakob Kwiatkowski, auf dem 6. Scott Petersen, 7. ist Martin Schmidt, 8. Thomas Silbernagel, 9. Carlos Rodas, 10. ist Patrick Schindler und 11. Paul Schumann derzeit. Auf Platz 12 haben wir dann den Paolo Antonari, auf Platz 13 Brett Bukhari, auf Platz 14 den Michael Seal und auf Platz 15 John Spellers. Und hier in dem wunderschönen BMW GT3, der Odin Mirwang. Oh, 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 das war ein bisschen arg spät. Da schmeißt die Kiste weg und schlägt ein. Kommt direkt mit dem Gas zurück. Aber natürlich, das war das Maul. Da haben wir unseren Tommy, der sich in super Kampf hier liefert mit unserem Martin Schmidt. Da rennt vorne Skispringer im roten Ferrari. Eingang Kuxröhre und der Kombi hat sich den Weg dann vorbei. Jetzt kommt man hier ganz ein Stück weiter hinter Platz 10, die Mitglieder Boucher in dem blau-roten Lamborghini. Dahinter Simon Aski, Ian Carter. Davor David Gerstetzki in dem BMW. Das Mittelfeld. Weil da auch der Scott Peterson wahrscheinlich ein bisschen zu übermotiviert schlägt Bergheim ein. Aber hat gar nicht mal eine Beschädigung vorne und blendet dann schon und kann weiterfahren. Nichts passiert. Und biegen sie alle ab in Richtung Kuxröhre mit Vollgas. Vor keiner Schneckenpedal durchgelatscht und gib ihm. Da haben wir schon wieder den Michael Seal, der jetzt wirklich ganz stark den Faden verloren hat. Die Kiste fliegt geradeaus. Er scheint gut weiterfahren zu können. Aber der Gegner von hinten kommt schon. Und wir schießen die sich gegenseitig durch den Gegner. Und er macht aber ein paar Platz. Scheint mir das Fahrzeug schwer beschädigt zu sein.
denn da fliegt die Kiste endgültig ab. Ich glaube, ein paar Fahrer sind einfach unter Nordschleifen. Das ist ja die Umsatz in der schwierigsten Rennstrecken der Welt. Zwei Lambos hier im Wald, jetzt kommen wir wieder ganz schick weiter vorne, der Odin Würber. Dahinter haben wir den Scott Peterson und davor den Jakob Piatowski. Werden wir jetzt wieder mal ein bisschen nach ganz gut werfen. Dimitri Lebouchet. Der Dimitri Lebouchet, der hängt hier dem Double, der selbst die ganz schön im Auto. Der Simon Aslin, der klebt da auch noch hinten dran. Ab. Zwei Lambos gegen ein BMW, M4 GT3. Letzte 15, 16 und 17. Und hier haben wir den Paolo Antinori auf seinem wunderschönen BMW. Der sich Richtung Caracciola-Kreis bewegt. Und das war ein bisschen sehr optimistisch. Aber Dicky passiert, kurz angeschlagen, aber natürlich ist der nächste Gegner vorbei und dann liegt nur noch auf dem 10. Platz. Und hier haben wir den 17. Mattia Cristofoli Mattia aus Italien, kommt der. Dann haben wir den Jakub Kwiatkowski in seinem wunderschönen blauen Ferrari. Dahinter den Odin Mirbank und den Scott Peterson, die hier gerade durch den Caracciola-Kreis gehämmert sind. Dann haben wir noch weiter hinten auf dem 7. Platz unseren Skispringer, den Martin Schmidt. Dahinter haben wir den Thomas Silbernagel, mein Hochgeschätzter und lieber Teamkollege, der hier hartnäckig den Martin Schmidt am Popo klebt. Während wir hier schon wieder bei unserem Lieblings sind, den Michael Seal, der sich wohl lieber hätte mal in die Box gelockt, stattdessen die Kiste schon wieder weggeworfen. Im Klostertal. Naja, jetzt hat er es eigentlich. Wunderschöne Bilder hier von unserem legendären Horst. Hier erstmal aussteigen und den Bratwurst auf den Grill hauen. Der Martin Schmidt gibt sich hier aber keine Blöße. Und hier haben wir den arg kontrollierten Arno Kondowski in seinem wunderschönen Ferrari, der auch wunderschön demoliert ist, Position 28. Oder die Hansenbach und da geht es wieder in die Mauer. Schade. Naja, aber nichts passiert, ich kann weiterfahren. Hat sich nochmal angelehnt. Wie man sieht, haben sie auch noch Anschluss nach vorne. Die Sonne ist weit weg. Scott Peterson ist genau 2,4 Sekunden vor dem Martin Schmidt. Und nochmal eine Sekunde davor der Odin Mirbank. Also bis die Top 5 ist noch Anschluss. Bleibt vorne, aber du Thomas, wir klemmen ihn nicht am Popo. Und da haben wir mal den wunderschönen McLaren, den Brett Carrington, der hier gerade auf dem Weg Richtung Tätiger Höhe ist. Oh, 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 da kommt ein bisschen weit raus und dreht sich ein. Aber nicht viel passiert. Natürlich ist der Gegner vorbeigegangen und er fällt aus dem Top 20 raus. Aber er kann weiterfahren. Tätiger Höhe, da wird der Tommy wohl vorbeigehen, da er einen viel besseren Topspeed hat durch den Windschatten. Ne? Scheint gar nicht so einfach zu sein. Der Ferrari, der geht nicht auf das Rad, der bleibt von vorne reden hier, oder? Während weiter vorne der Scott Peterson an dem Odin Mirbank vorbeigegangen ist, während unser Tommy zurücksteckt. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der Martin vorne bleiben kann. Aber alles in allem hat sich wieder ein gutes Stück zusammengeschoben. Alle springen sie direkt in die Box und machen hier Lichtboxenstopp. Wir haben mittlerweile zwei Drittel des Rennens hinter uns gebracht. Teamchef an Tommy, Teamchef an Tommy. Tom, was tankst du? Super Plus. Diesel. Voll. Krass. Minute Zweitaktmische. Ja, ist schon spannend. Ich verteile gerade mal ein bisschen. Wer bezahlt? Ach scheiße, ich habe keine Dollar drauf. Jörg Gerand schon wieder auf Kurs ist. Vor ihm Arno Kondowski, der allerdings in der Runde zurück. Mittlerweile hat der Jörg 6 Sekunden Vorsprung auf den zweitplatzierten Jens Heiler. Der wiederum fast 20 Sekunden auf den Jakub Kwiatkowski. Somit werden nur die vorderen Plätze, wenn nicht dazwischen kommt, belegt sein. Aber muss auch sagen, der Jörg Gerand, der leistet sich hier absolut keine Fehler. Der fährt sauber
der Patrick Schindler, der Paul Schumann jetzt den Patrick Schindler überholt hat. Er hat gesagt, der Patrick Schindler wurde heute von der Box überholt und der Tommy ist vorbei und auf dem sechsten Platz wieder rausgekommen. Zwei Plätze. Wow, absolut top. Und Paul Schumann kommt langsam wieder in die Region, aus der er gestartet ist. Zur Erinnerung, erste Runde, Auto weggelegt, während wir hier den Jörg gerade sehen, der sich schon wieder auf den Nordschreiben befindet. Hier haben wir den Scott Peterson, auf dem fünften Rang liegt der, direkt vor dem Tommy und hier den Martin Schmidt, der bis auf den 13. Platz zurückgefallen ist. Oh, der hat wohl einen Fehler aus der Box gemacht. Ich denke mal, der hat wohl Reifen gewechselt, der Kollege. Hier haben wir den David. Der Strapski mittlerweile auf dem 10. Platz und Simon Asselin auf dem 16. hinter ihm. Da haben wir den Jörg Fels, der sich still und heimlich auf dem 11. Platz vorgekämpft hat. Und hier der Tommy, der jetzt leider den Paul Schumann ziehen lassen muss und vorbeigehen lassen muss. Somit unter der Position von hier. Paul Schumann nur noch eine Position hinter seinem Quali-Position. Oh, dann sehen wir uns, der Tommy geht wieder in die Angriffsposition und vorbei. Paul Schumann gibt den nach. Setzt Partner. Ah, hier, hier unten wird es schwer. Hier wird es schwer. Und der Patrick Schindler tritt von hinten. Patrick Schindler ein bisschen weit rausgekommen. Somit haben wir hier vorne den Paul Schumann aus dem Atlantic Club, das heißt Amerika. Dahinter den Thomas Silbernagel aus Deutschland und den Patrick Schindler, der kommt auch aus Deutschland. Da sind wir ein bisschen weiter hinten im Feld, Position 16. Simon Asselin in einem wunderschönen Lamborghini. Wer ist ein Brunner? Echt viel auf und da ist ein bisschen arg zu viel Speed drauf gehabt und eingeschlafen. Einfach Fuchsröhre. Paolo Antinori vorbeigegangen. Wir haben 4 Positionen verloren durch sein Dreher. Und hier haben wir den Martin Schmidt nach seinem missglückten Boxenstopp. Hier den Paolo Antinori. Hier ja. Kommt durch an der Forst Richtung Kallenhardt. Und der knallt dort auf die Ecke und schickt in die Mauer. Das ist aber auch für die Beine eigentlich da. Wow. Wow. Zu Recht, wow. Und hier auf Platz 4. Der Matthias Poli Matthias, Jakob Piatowski überholt worden. Hier haben wir noch Jörg gerade ganz vorne. Der ist schon durch den Caracciola-Kreis befindet, während seine Gegner hier noch im Klosterpfahl festhängen. Und hier haben wir noch einmal den Mariano Lagarde. Schon wieder beschädigt das Fahrzeug nach Temperaturstopp. Die Jungs sollten wirklich mal ein bisschen mehr tief gehen. Nordschleife ist Nordschleife. Ihr seht es hier. Die Lauter Gedächtnisgruppe eigentlich klar. Wie viel passiert, er kann zum Glück weiterfahren. Da haben wir den Zweitplatzierten, den Jens Heiler, und hier haben wir unseren Tommy, der jetzt zurückgefallen ist hinter dem Patrick Schindler, wo er einen Fahrfehler begangen hat. Trotzdem
von Platz 17 auf Platz 8 auf der Nordschleife. Respektables Ergebnis. Da haben wir den dritten und den vierten, den Jakob und den Mattia im Caracciola-Kreisel, die sich hier auch einen herrlichen, epischen Zweikampf liefern. Und da haben wir mal wieder unseren Mariano Lazarde, der ziemlich weit hinten mit seinem kaputten Auto rumeiert, versucht, in der Spiel und die Runden zu kommen, hat schon Rückstand und da nächster Abgang. Die Jungs, den fehlt einfach die Übung, obwohl dann nichts passiert ist, kann noch weiterfahren, aber mit Rennfahren hat das Ganze nicht viel zu tun und er hat es jetzt unglaublich eingesehen. Beides absolute Nordscheibenkönner, wie ihr seht, beide im Ferrari. Da haben wir zwei Gegner, vom Tommy, dem Paul Schumann und dem Martin Schindler. Wobei der Tommy jetzt mittlerweile schon 1,7 Sekunden Rückstand hat, sich wohl auf dem 8. Platz eingerichtet hat. Und hier haben wir den Jakob Kwiatkowski und den Mattia Cairoli Mattia im Kampf um die dritte Position, die sich hier nichts geben. Kleine Karussell und dann geht der Mattia vorbei. An dem Jakob. Jakob gibt den Namen und schickt Mattia in die Leitplanke. Schade. Schade, dass kaum noch einer mit dem Ford antritt. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt noch erlaubt ist. Oh, der Patrick Schindler hat wohl hier ein paar Verbindungsprobleme. Nee, kurze Aussetzung. Hier sind wir bei Marcello Valente, der hier ganz hinten rumfährt. Oliver De Boings auf Platz 18. Brad Kering in seinem herrlichen McLaren mit feuerspeiendem Auspuff. Hier haben wir unseren Paolo Antinori, der mittlerweile auf dem 15. Platz wieder zurückgefallen ist. Schade. Während hier der Paul Schumann und der Patrick Schindler ihren epischen Kampf weiter austragen, geht hier um die Position 6 und 7. Und der Paul Schumann, der nutzt hier jeden Millimeter Fahrstrecke aus. Ihr seht, der ist on fire. Beide kleinen Karussell und der Tommy hat wieder ein paar Zähne gut gemacht. Oh, Patrick Schindler ist aus dem Karussell gerutscht. Er hat gleich ein paar Zähne gepasst, obwohl er jetzt in Döttinger Höhe eigentlich in der guten Anpassungsposition ist. Und hier haben wir wieder mal unseren Odin Bierwang in seinem BMW M4 GT3. Am Anfang noch um den Sieg mitgekämpft, liegt er jetzt auf Position 20 mit Rundenrückstand, weil er ein paar Probleme hat. Jetzt geht's zurück Richtung Nordschleife. Und den Eingang hat noch viel zu optimistisch genommen. Ich weiß, die Kiste weg, kurz angedotzt, nichts passiert. Kann weiterfahren, aber natürlich ist das Rennen vorhin schon ruiniert gewesen. Er saugt sich im Windschatten dran. Der Tommy hat mittlerweile auch schon wieder ein paar Zeiten runtergefeilt. Da haben wir unseren vierten, der schon wieder die halbe Grand Prix-Strecke umrundet hat, auf dem Weg. Zur letzten Runde. Da haben wir den Jakub Kwiatkowski auf dem dritten Platz, der ist hier eigentlich schon nach vorne 20 Sekunden und nach hinten 40 Sekunden Luft hat und relativ safe auf seinem dritten Platz liegt. Wenn der keinen Fehler macht, dann kommt er auch als Dritter ins Ziel. Der ist hier auf Platz 4. Das ist Scott Peterson im BMW unter Druck von Mattia Cristofoli Mattia haben. Aber er hält den Druck erstaunlich gut stand. Scott Peterson kommt aus New England und unser Mattia, Italiener. Da hinten am Berg selber ist schon ein bisschen die Sonne schützt. Das kann in manchen Augenblicken ganz unangenehm werden, das jetzt ist hier. Und der Tommy hat auf den Paul Schumann aufgeholt, mal sehen, vielleicht ist er noch am Platz drin. Während der Paul Schindler ist mittlerweile. Der Patrick Schindler mittlerweile vor dem Bein liegt. Ist leider durch die Kamera nicht erfasst worden.
Oh, und Scott Peterson schmeißt die Kiste weg. Obwohl weiterfahren kann er, aber leider hat er den vierten Platz weggeschmissen und der Mattia Christopoli. Die Mattia ist vorbeigegangen und hat schon 2,2 Sekunden Gap zwischen sich und seinem Gegner gemacht, während ihr da hinten am Pulsack seid. Schöne Dreierpunkte, zwei Patrick Schindler, die schon Zähne vor rausgeholt hat und auf der Pony fällt jetzt. Da ist aber ganz schön weit raus. Unser Helfinger nutzt hier jeden Millimeter der Strecke aus. Ein paar Tradepoints. So schöne Bilder hier. Super tolle Felbermeier-Lackierung von Tommy. Und wir sagen, Tommy ist ein GT3 Auto. Sehen wir. Herrlich aus. Super. Eine sehr, sehr schöne Traditionslackierung aus. Leider doch ja mit BMW in der Waldhaus-Lackierung ein bisschen erfahren. Die mir persönlich mega gefallen hat. Vor allem der Team-Effekt. Ja, hier scheint sich noch mehr ein Fehler zu erlauben. Wenn es gefällt. Sendet schon Signale, versucht seinen Gegner Mürbe zu machen. Manchmal klappt es, manchmal ignoriert es einfach. Aber der Paul Schumann, der gibt sich ja absolut keine Böse. Jörg Spiranz auf dem Weg zu seinem Sieg. Dahinter den Jens Heiler, der auch relativ safe ist. Auf der dritten Position Jakub Kwiatkowski, vierter. Mattia Christofoni Mattia, den wir hier gerade sehen. Lasst euch nicht von der Nummer täuschen, der ist ja an Scott Henderson vorbeigegangen. Hier haben wir auf Platz 6 den Patrick Schindler. Und da hinten seht ihr schon unseren Tommy. Der mittlerweile auf die 9. Position in Top 10 gefahren ist. Wow. Ja, da haben wir den Carlos Roda, der auch an Top 10 Platzierung anteilt in seinem orangen Lambo. Da haben wir den John Spells und direkt dahinter unseren Skispringer, den Martin Schmidt, der wohl in der Box einen taktischen Fehler gemacht hat und das nicht mehr gut macht. Fahren wir mal einen Schritt Schmidt mit unserem Martin. Naja, beim Skispringen in letzter Zeit seiner Karriere Pech gehabt und jetzt im Motorsport vielleicht schon die ganz weit vorne. Und da haben wir mal den Thomas Silbernagel, unseren Tommy. Auf der Jagd nach der Position 6. Jetzt Richtung kleines Karussell. Oh, das war ein bisschen arg optimistisch, ich habe mich rausgeschmissen.
nichts passiert, kurz angetanzt nur, aber natürlich geht der Paul Schumann vorbei und der Tommy fällt wieder auf den 8. Platz. Schade. Während wir hier den Jörg Spiranz auf seiner Triumphfahrt sehen Richtung Start und Ziel, wo er gleich als Sieger des Rennens abgerufen wird. Ja, die letzten paar Kurven biegt ein Richtung Start und Ziel und segelt seinem Triumph entgegen. Gratulation, Jörg Spiranz aus Deutschland. Dahinter Jens Heiler, auch aus Deutschland, auf dem 2. Platz. Dann haben wir den Jakub Kwiatkowski aus Zentralosteuropa in seinem blauen Ferrari, der ist übers Runden gebracht hat, und Mattia Grisofoli Mattia auf Platz 4. Dann haben wir den 5. Scott Pedersen. Und der Patrick Schindler ist erstaunlich nah rangekommen. Direkt hinter ihm. Und dann sehen wir, dass der Paul Schumann den Thomas wieder überholen konnte und der Thomas auf den 8. Platz zurückgefallen ist. Aber ein 8. Platz auf der Nordschleife im VRS GT Sprintrennen, das ist mal ein super Ergebnis. Das muss man schon sagen. Ein tolles Rennen. Viele Zweikämpfe, wenig Fehler. Gratulation an alle, die ins Ziel gekommen sind. Da haben wir auf dem Platz 9 den Brett Pongari, der jetzt im leicht undulierten Auto, aber doch freudestrahlend die Ziellinie überquert. Hier haben wir den Carlos Rodas, der in Top-10-Platz heimfährt. Und der Martin Schmidt, der hat den Chuck Spelsner überholt. Naja, da haben wir hier auf Platz 13 den Dimitri Le Bouchet. Auf Platz 14 haben wir David Jastrzewski. Platz 15 der Ian Carter, der den Paolo Antinori noch den Top-15-Platz streitig gemacht hat. Und auf Platz... kommt dann der Brad Herring in seinem McLaren Mercedes, in seinem feuerspeienden McLaren über die Ziellinie. Während in Ian Carter sein Auto ganz schön unduliert aussieht, der hat ja wohl einen schweren Zwischenfall tatsächlich. Alles in allem ein Top-Rennen hier, seht ihr unseren Feuerspeier, ein tolles Fahrzeug, wirklich wunderschön, die drei. Und der Oliver De Bois, der letzte auf der Strecke, mit unduliert. Und hier haben wir mal den Oliver De Bois. Position 18 in dem wunderschönen Audi R8. Gerade durch den Caracciola-Kreisel durch. Das war nicht sehr ordentlich. Nur 8 schmeißen die Kiste in die Leitplanke. Kurzer Dreher und kann weiterfahren. Naja, hektisch. Aber ich glaube, wir hatten nach vorne nicht so viel Luft. Einfach ins Ziel fahren. Hier haben wir den Marcello Valente auf Platz 23, der auch noch unten zurückliegt, mit dem annullierten Heckflügel. Und den Thomas Wienerer, der Sieg weggeschmissen hat. Aber tapfer die letzte Runde noch abgeschreiben. Er ist schon Rennfahrer, sieht nie aus. So, liebe Leute, will ich mich mal für heute von euch verabschieden. War ein Top-Rennen. Richtig. Na gut, ihr Lieben, ja, Patrick. Das tut mir leid. Ich hätte mich so gern unter den Top 5 gesehen da. Ja. Ihr müsst doch überlegen. Ich hab... Alles klar. So, ciao Jungs. The number 75, the Black Tree Race Crew and GTEs, because he's got a little bit of a fight in his hands with Stevens now. Porsche chasing the Corvette as Thomas looking left and right. He goes to the right side. He's got a little bit of an overlap, but he's early on the brake. So ghost contact between them is going to shove the Corvette off track. Silverdale.
at number 75. That puts him up to 11th in class. And we just had the car go upside down in the cocaine. Pat 15, the Black 3 race crew car has rolled over and it's getting going again. A lot of damage to the 75 Porsche, but it's back on its wheels and it can keep going.